Ich bin Jacqueline Krause, bin 26 Jahre alt und ich möchte Moselweinkönigin werden. Mein Heimatort Winningen ist bekannt für seine Tradition. Und auch ich bin von Kindesbein an mit Tradition groß geworden und mit ihnen in Berührung gekommen. Beruflich bin ich Lehramtsstudentin. Ich studiere Deutsch, Religion und Theaterpädagogik. Durch die digitale Lehre aufgrund der Corona-Pandemie freue ich mich jedes Mal auf den Ausgleich, der bei mir mit Sport oder aber auch die Arbeit im Weinberg zusammenhängt. Seit 2012 gehe ich mit in die Lese. Aber die Lese reicht mir nicht. Ich habe beschlossen, seit Anfang dieses Jahres auch fest im Weingut zu arbeiten. Ich arbeite im Weingut Fries hier im Heimatort Winningen. Und wenn schlechtes Wetter ist, bin ich im Weingut selber und bin am Verpacken oder am Etikettieren. Aber am liebsten mag ich die Arbeit im Weinberg. Da mache ich vor allem die jahreszeittypischen Weinbergsarbeiten, wie heute zum Beispiel das Schneiden. Ich halte Jacqueline für die ideale Moselweinkönigin, da sie offen, kontaktfreudig ist und schon gezeigt hat, dass sie Wein einfach sehr gut präsentieren kann. In meiner Freizeit lese ich gerne Bücher oder treffe mich mit Freunden. Egal ob bei einem gemütlichen Beisammensein und einem Gläschen Wein oder aber auch beim Wandern in unserer wunderschönen Mosellandschaft. In unserer gemeinsamen Amtszeit als Ortsweinhoheiten haben wir Jacqueline als eine offene, freundliche und lebensfrohe Person kennengelernt. In dieser Zeit hat sich zwischen uns drei eine innige Freundschaft entwickelt. Für die Wahl zur Moselweinkönigin wünschen wir Jacqueline viel Glück und drücken ihr die Daumen. Abends lasse ich oft den Tag mit meiner Familie zusammen ausklingen. Entweder schön gemütlich auf der Couch bei einem Filmeabend oder aber auch auf der Terrasse bei einem Grillabend und einem Gläschen Wein. Ich bin stolz darauf, dass meine Tochter versucht, nach 41 Jahren die Krone der Moselweinkönigin wieder nach Winningen zu holen. Sie bringt eigentlich alles mit, was eine Moselweinkönigin haben sollte. Vor allen Dingen ist es ihr größter Wunsch und ein Traum von ihr. Und ich würde mich einfach freuen, ich würde mir auch wünschen, dass ihr Traum in Erfüllung geht. Ich werde Moselweinkönigin, weil ich mit Weinfreunden aus nah und fern auf eine Reise voller Geschmäcker und Traditionen gehen möchte und somit den Moselwein und das Gebiet der Mosel national und international näher bringe.